Was soll ich jetzt sagen? Hallo. Warte, mach nochmal von vorne. Herzlich willkommen zur ersten Burr the Liar Show. Hier seht ihr schon unser Poster. Wir sind hier im Zirkus Maximus in Koblenz, unserer Heimatstadt. Wir zeigen euch jetzt mal kurz so den Club, führen euch so ein bisschen runter, stellen euch die andere Band Cocoon vor, mit der wir vor 2012 in meiner alten Band Blessed by Hate auf Tour waren. Und ja, let's go. So, hier wird jetzt gleich die Kasse sein. Und also gleich heißt, wir haben jetzt erst 16:30 Uhr. Um 19.30 Uhr ist Einlass, dauert alles noch ein bisschen. Hier ist übrigens unser Poster. Noch eins. So, und dann kommen wir hier runter. Und da seht ihr schon direkt Cocoon. Hi! Hier ist Cocoon. Hallo. Jungs, erzählt doch mal ein bisschen von euch. Von Cocoon? Von Cocoon, ja. Alter. Das ist ja jetzt schon eine Ausnahme, dass ihr hier spielt. Ja, aufgelöst. So, könntet ihr den Weg frei halten? Danke, toll. Komm, wir gehen da hin. Mach dich mal perfekt. Ja, aufgelöst 2014. Okay. 13? 2013. Also aufgelöst. Ein Jahr nach unserer Tour, also mit Blessed by Hate. War das ausschlaggebend? Stimmt, das war dann ein Jahr danach. Nein, das war nicht ausschlaggebend. Das waren zeitliche Gründe. Und andere Bands, die dann so ein bisschen wichtiger wurden. Stimmt, erzähl mal, wo du noch gespielt hast. Bei Statue Falls habe ich dann angefangen. Deren war bei Nasty als Aushilfsbassist und war viel mit denen unterwegs. Und ja, dann haben wir irgendwie einen Schlussstrich gezogen. Und uns dann vor 2 Jahren, 2018, für eine Show in Kruft von einer befreundeten Band haben wir uns dann zusammen geraucht. Nach 5 Jahren haben wir nochmal. Nice. Und heute auch nochmal. Und im Sommer spielt ihr auch nochmal. So wie es aussieht. Aber das will ich jetzt noch nicht. Okay, das schneiden wir also raus. Ja. Und du hast schon wieder ein neues Projekt. Genau. Also was gerade getroppt ist. Ja, Vale. Auch mit deren zusammen. Und unser Statue Falls Schlagzeuger und dann noch einem neuen. Und was habt ihr da geplant? Also ihr habt jetzt ein Video, das findet ihr auch unten natürlich in der Videobeschreibung. Was habt ihr da Da vor? Werden jetzt noch mehr Singles kommen und auch noch mehr Videos und dann hoffentlich bald ein Album. Also das ist fertig, alles im Kasten, jetzt müssen wir nur noch ein paar Partner auch dafür finden und ja, dann nach und nach unseren Kram rausbringen. Nice. Ihr werdet gleich auf jeden Fall noch den Jan in Action sehen, wenn es hier auf die Bühne geht. Wir führen euch weiter vor. Patrick hält direkt die Kamera und muss gleich sprechen, weil er eben nicht sprechen wollte. Hier seht ihr die Bühne. Auch früher mit Blessed by Hate schon gespielt. Der Jan baut gerade Schlagzeug auf. Da hinten irgendwo der Richard am Rumhantieren. Hier der Yannick. Und ja, da gibt es heute Abend Getränke. Und jetzt zeigt euch mal der Patrick den sagenumwogenen Backstage-Raum. Okay. Soll ich? Achso, ja. Der kommt mit. So, hier geht's in den Backstage-Raum. Leckere Kaltgetränke, gutes Wasser für die Alkohol trinken, gibt's Bier. Hier kommen nachher noch viel mehr Snacks, schon was Veganes. Das hast du alles gemacht? Ja, habe ich gut gekauft hier und Salat gemacht und geschnippelt. Nice. An dieser Stelle schon mal riesen Shoutout an die Mom vom Jan, unserem Schlagzeuger. Die hat nämlich ein riesen Buffet hier für die Jungs aufgefahren. Das kommt aber noch. Genau. Wird wahrscheinlich im Lastwagen geliefert, weil das so viel ist. Ja. Ja. Was geht hier sonst noch so? Ja, hier. Backstage stellen sich die Leute ja immer so spannend vor. Ist es so spannend? Nee. Null, gell? Nee. Ja. Hier, Backstage, Couch. Hier wird nachher gekuschelt. Instrumente und super viele Aufkleber. Das war's. Was hier? Das gehört uns nicht. Alright. Das war's. Richard. Ja? Richard. Ja? Wie sehr hast du Bock auf unsere Show heute? Megamäßig Bock. Das wird total klasse. Ich hab da noch was, okay? Nur auf den Patrick Sturm habe ich keinen Bock. Oh. Der ist hier die Stimmung schon den gesamten Abend am Drücken. Raus mit ihm. Das hier ist die alte Band von uns beiden. Also da. Genau. Blessed by Hate gibt's auch immer noch bei Spotify und bei YouTube. Könnt ihr euch mal geben, die ist auf jeden Fall auch viel besser als die jetzige Band, weil wir sind alle alt geworden und
Deswegen gebt euch lieber Blessed by Hate. Bury the Liars out. Ja, ich finde Blessed by Hate auch besser. Und deine Band? Wo ist da der Sticker? Deine Ex-Band? Ich bin noch am Suchen. Okay. Jan, was tust du da? Ich baue mein Schlagzeug auf, oh mein Gott. Ich befestige gerade mein Ridebecken in der richtigen Position, damit ich nachher richtig schön da drauf knüppeln kann. Mhm. Geil, oder? Ich zeig mal kurz deine Perspektive. Meine Perspektive? Ja. Ach, du meinst meine Perspektive für nachher? Es ist nicht sehr viel Platz, es ist extremst klein hier alles. Aber das kriegen wir hin. Ein bisschen verstaubt, aber das ist gut so. Das ist noch von unserem Videodreh aus der Scheune. Ist noch ein bisschen hier der Drag drauf. So, im Hintergrund läuft gerade der Soundcheck. Soundcheck! Whoa, whoa, whoa! 1, 2, 3, 4, 5, 6! 1, 2, Soundcheck! Soundcheck! Check! 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 1, 2, check! Monitor? Hast du dich schon auf Monitor? Ja, ich höre dich schon. Ich höre mich sehr gut auf Monitor, ja. Können wir mal lassen? So, freust du dich, Frau? Ja, ich muss Pippi. Das ist Pippi? Ja. Danke. Super. Die Sarah kümmert sich um unser Merch. Yannick, haben Sie Bock? Ich hab richtig viel Bock. Muss da reingucken? Ich weiß nicht, so einen Schnitt machst, wo ich sie den Kopf losgebe. Erzähl mal, wo du herkommst, dass du so weit für uns gefahren bist. Das Ruhrgebiet, ne? Hagen, Gebelsberg, die Ecke. Wie lange fährt man da? Für die Leute, die nicht wissen, wie weit so Koblenz. Wir sind jetzt 2 Stunden gefahren. 2 Stunden. Sind 180 Kilometer. Mega cool. Ja. Voll die Ehre für unser erstes Konzert. Ja, ich fand's halt ziemlich interessant und das wollte ich mir mal angucken, ne? Ja, cool. Ich glaube nur, warum nicht? Also Wochenende raus. Warum nicht, ne? Sehr geil. Ja. Ich kann auch eins von der Spalten machen, wenn ihr Bock habt. Ja, auch noch drauf. Genau. Hi, mein Name ist Richard und hier seht ihr vom Circus Maximus dieses Schild. Unser Name, Bury the Liar, mit dem Kreuz hier. Und motherfucking Cocoon, Leute, was geht ab, ey? Was macht ihr hier? Wir sind die Einlasser. Ja, wir sind für die Kasse hier zuständig. Ich hoffe, es kommen ganz viele Leute. Guckt euch das auf jeden Fall an. Richtig. Sehr geil, der Soundcheck schon. So, Soundcheck. Leise! Okay, jetzt geht's besser. Jetzt hallo. Mehr. Hallo, Farben. Hi. So, ist okay, alle ganz gut. Cool. Stage-Volume ist okay so? Ja, mehr, weniger? Halt irgendwas. Okay, lieber so. Lieber als... Nee, das lass uns doch so. Ich sage, du sagst jetzt, ich muss mich unbedingt mal einen Okay? Nee. Okay? Okay. Könntest du mir noch ein Stückchen Gitarre hier drauf machen? Sehr ordentlich. Profi am Werk. Oh, man sieht euch gar nicht. Moment. Ich muss kurz das Handy raus. I'm not sure.
riesen Shoutout an Gabi. Gabi ist die Mom vom Jan. Und Gabi hat einfach hier, bam, einfach aufgetischt. Diese Aggression. Ja. Ja. Band, wo Yannick mit dabei war, der Richard, hatten wir unser letztes Konzert. So lange ist es her, dass wir auf der Bühne standen. Und so geil, so viele alte Gesichter heute Abend hier zu sehen, aber auch viele, viele neue Gesichter. Vielen, vielen Dank dafür. Der nächste Song, vor dem ich erstmal kurz etwas trinken werde, haben wir am Montag, also vergangenen Montag, ein Musikvideo gedreht in Düsseldorf und der Timur, der uns gefilmt hat, hat dann einen super Job gemacht. Der hat am Montag mit uns gefilmt, dann die ganze Nacht durchgeschnitten bis nachts um 4 Uhr. Und so, dass wir das letzten Donnerstag, also vor 2 Tagen, releasen konnten, könnt ihr euch gerne auf YouTube anschauen. Habt ihr schon, sehr schön. Ich habe gerade gehört, es gibt ein kleines Problem. Es ist eine Seite gerissen. Klassiker. Ich bin weit raus. Ey, ich habe noch eine zweite Gitarre dabei. Ich bin auf alles vorbereitet. Ja, unser Bassist ist weg, der Patrick. Dass wir irgendwie hier gemeinsam die Zeit rumbekommen. Es tut mir wirklich leid, aber. Wie bitte? Ein Kennenlernspiel. Ja, wie ist denn dein Name? Max. Wo kommst du her? Aus Koblenz. Koblenz. Und du? Aus Bier auf jeden Fall. Tim! Aus Bromberg! Tim hat unser T-Shirt an, was ist ziemlich. Feiere und klar, Richard, du bekommst Wasser von mir. Also, wie ich gerade vernommen habe von meinem Bandkollegen, geht es weiter mit unserem neuesten Song auf Video For No Reason. Let's go! We'll be right back.
noch mit Richard drüber gesprochen. Vor etwa 15 Jahren haben wir gemeinsam angefangen, in einem alten, versifften Keller Musik zu machen. Mit dabei war auch der Winkler, der hier irgendwo im Publikum steht. Und ja, jetzt sind wir hier. Ich habe immer gesagt, es wäre geil, auch Ü30 noch diese Mucke zusammen zu machen. Und ja, jetzt sind wir alle alte Säcke und machen es immer noch. Also, nächster Song, Carry You In. Thank you.
Also wollt ihr dann nochmal, dass ihr einen Song wiederholt? Ernsthaft? Wirklich? Okay, Jungs. Könnt ihr noch? Richard, die Frage gilt ganz besonders für dich. Kannst du noch einen Song spielen? Dann spielen wir unser Debüt-Single. Wollt ihr das schaffen? Ja? Ja? Okay. Ja, Bock drauf? Ja? Alright! Dann nochmal hier, ne? Und so. Letzte Möglichkeit. Yeah.